wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche. Ich starte hier gleich mit meinem Training. Bevor ich das mal mache, lese ich nochmal morgens Online-Zeitung, trinke in Ruhe dabei einen Kaffee. Und da ist mir ein Artikel gleich ins Gesicht oder ins Auge gesprungen oder ins Auge gefallen. Der Ministerpräsident aus Thüringen hat bei der Clubhouse-App verraten, dass er ganz gern während der Sitzung, stundenlangen Sitzung um Corona zum Beispiel, auch gern mal Candy Crush spielt. Er kann da wohl ganz gut bei entspannen und abschalten oder es steigert auch seine Konzentration. Gleichzeitig nannte er auch die Bundeskanzlerin da noch das Merkelchen. Ja, der Skandal ist da. Er ist natürlich mittlerweile wieder zurückgerudert, hat gesagt, dass er das mit der Kanzlerin hätte so nicht sagen sollen und auch mit dem Candy Crush hat er versucht, sich zu erklären. Ist natürlich relativ ungünstig und jetzt geht es natürlich los, wie es mal so ist. Die Leute fangen an, ihn zu zerreißen, fangen an, über ihn zu urteilen. Aber da möchte ich ganz klar einmal auch bitten, vergesst nicht, wenn man auf den Finger mit anderen Leuten zeigt, dass man erstmal vor der eigenen Haustür kehren sollte. Mir ist das schon, mir fällt es schon seit Jahren auf, seitdem es eigentlich diese Smartphones gibt. Bist du in einer Sitzung, also in einem Meeting, viele Leute haben die Hände unterm Tisch und spielen dann auch, während da irgendwo was vorgetragen wird oder was Wichtiges erzählt wird, auch Candy Crush, Age of Empires und was es da alles für nette Spielchen gibt. Das ist genauso respektlos, das zu machen, weil wenn jemand euch was zu erzählen hat oder wenn es wichtige Informationen gibt, dann hat man einfach die Aufmerksamkeit verdient und nicht, dass man unterm Tisch irgendwelche Online-Spielchen spielt. Machen genug Leute, auch am Arbeitsplatz, obwohl es reichlich zu tun gibt, werden Online-Spiele gespielt, habe ich selber schon gesehen, ich sehe es regelmäßig. Und deshalb zerreißt den Bodo Ramelow nicht, wenn ihr selber nicht besser seid. Man sollte immer sein eigenes Verhalten dabei auch im Auge behalten. Das ist ganz wichtig, das ist einfach eine Botschaft, die ich hier mal loswerden wollte. Natürlich ist es von Herrn Ramelow respektlos gegenüber den Leuten, die da was vortragen. Auch sind es ja wichtige Sitzungen scheinbar. Es geht da um Leben und Tod, wie in der Zeitung getitelt wurde. Ist natürlich ein bisschen dramatisch überspitzt, aber wirkt sehr respektlos von ihm. Aber Leute, denkt immer dran, viele von uns sind nicht besser und zeigen dann mit dem Finger auf andere. Und wir haben meistens das Glück, dass wir nicht in der Öffentlichkeit stehen. Da interessiert es meistens keinen oder höchstens mal eine Handvoll Leute, wenn es auf Arbeit doch mal rauskommt. Hey, was machst du da unterm Tisch? Hab ein Online-Spiel gespielt. Ja, gibt es kurz Ärger, die Sache ist erledigt. Und manche machen es beim nächsten Mal dann trotzdem wieder. Aber so ist es leider. Aber immer, wie gesagt, man sollte das eigene Verhalten nie aus den Augen verlieren. Das wollte ich einfach mal sagen. Hat mich kurz beschäftigt. Das war auch das kurze Video für heute. Habt weiterhin eine schöne Woche und ich werde mich die Tage wieder bei euch melden. Macht's gut. Ciao, ciao.